Morgen, Leute. Es ist kurz nach 4 Uhr. So cool, diese Gepäckrolltreppe. Ich bin am Flughafen, werde mich dann wieder melden, wenn ich in Griechenland bin. Leute, ich kann es nicht glauben. Ich bin wieder da. So schön. Ja, es ist 9 Uhr. Ich habe wirklich gefrühstückt wie die Götter und jetzt mache ich mich auf zu meinem Stein. Schaut mal, so schaut das aus jetzt gerade. Hallo Leute, ich bin's wieder. Ja, ich habe die Füßchen habe ich im Wasser stehen. Es geht ja, wenn man drin ist, aber wenn man rauskommt, stirbt man wirklich tausend Tode. Auch mit Freude habe ich entdeckt, dass diese kleinen Piranha-Fische vom Vorjahr auch wieder da sind. Ja, ja, sie haben mich schon gebissen. Also die Fische sind wieder da. Hurra, hurra. Nachdem ich mir gestern am Strand halbwegs einen Sonnenbrand geholt habe, werde ich heute zumindest mal am Vormittag vielleicht aussetzen und werde am Pool im Schatten bleiben. Jetzt habe ich gerade meinen Blick schweifen lassen und diese Aussicht, die möchte ich gern teilen mit euch. Also bitte, enjoy! Ja, es ist Mittwoch. Ich genieße noch gerade einen Cocktail. Der hat es ordentlich in sich. Also weg damit, bevor er verdampft. Ja, dann wünsche ich euch was und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Leute, ja, ich komme gerade zurück vom Einkaufen und also da gibt es ein Geschäft. Das ist gut, dass das so weit weg ist, weil ich glaube, ich würde da alles leer kaufen. Da gibt es Sonnenbrillen mit so kleinen Totenköpfen und die Totenköpfe, die haben so kleine pinke Maschen am Kopf.
Bitte, da gibt's Sachen von Urban Decay und Bobby Brown und Dior um ein paar Euro. Das kann einfach nicht. Das ist einfach nicht. Also das, ja, das ist gar keine. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, dass das nicht echt ist. Möchte ich euch wirklich noch gerne das Hotel zeigen. So ein bisschen Werbung machen dafür. Donnerstag, das heißt nur mal ein ganzer Tag und dann geht's wieder heim. Ich habe gerade Geschenke eingekauft. Ja, schön langsam bekomme ich ein bisschen so eine wehmütige Stimmung, weil es halt bald heimgeht. Aber das heißt, ich muss noch heute genießen, morgen genießen. Und genießen bedeutet Piña Colada. Heute ist Freitag, was bedeutet, dass das der letzte Abend heute sein wird. Genau, und was ich heute auch machen muss, das tut mir jetzt zwar sehr leid, aber ich muss jetzt heimlich da diese... Ja, es tut mir so leid, oh mein Gott, ich muss da jetzt aber das abreißen, weil ich nehme ja jedes Jahr, nehme ich mir ja diese Blütenblätter mit, weil die lassen sich wirklich so schön pressen. Das ist, die sind so hübsch, ich liebe die. Ja. Diese Dame mit dem Hut, die da, die hat mich gerade getätschelt. Es gibt hier so viele Leute, die haben so Mitleid mit mir, weil ich da halt alleine sitze. Ja. Aber mir macht das nichts. Bin nicht traurig. Aber die hat mich gerade getätschelt. Das war lieb, ja. Wenn man da so entlang spaziert und irgendwie, das ist diese Schönheit, die ist einerseits voll nicht aufdringlich und andererseits dann doch wieder überwältigend, ja. Jetzt kommt wieder ein Auto, das ist immer so peinlich, wenn ich da ins Handy reinrede. Das tue ich so, wie wenn ich nicht da wäre, ich verschmelze mit der Umgebung. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Naja, Leute, wir sprechen uns sicher noch. Für jetzt verabschiede ich mich und schicke euch Grüße. Tschüss! Leute, erschreckende Nachrichten. Ich verliere die ganze Farbe. Ich häute mich wie eine Anaconda. Schaut mal, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das, wie mache ich das jetzt am besten so vielleicht? Okay, das ist die falsche Schulter, ja. So, okay, aber jetzt, Leute, bitte aufpassen, ja. Das ist, ja, jetzt sieht man es, also ich sehe es. Jetzt schaut mal. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die griechische Sonne hat mich gebräunt. Und in Griechenland bleibt die Bräune auch. Was soll man machen? Ja, guten Morgen, Leute. Ja, jetzt ist es wirklich endgültig soweit. Es ist Samstag. 7 oder 8 oder so. Und um 5 oder so geht es dann wieder heim. Und man darf gar nicht zu traurig sein, weil wenn man immer da ist, dann ist das normal und dann ist das nichts Besonderes mehr. Und deswegen muss man Abschied nehmen, damit man dann wiederkommen kann. Ist eh logisch, oder? Ja, ich habe jetzt gerade zugesperrt und roll da mit meinem Köfferchen jetzt Richtung Rezeption. Oh mein Gott! Seht, was ich da gerade gefunden habe. Seht ihr das? Naja, ich kann jetzt auch nicht zu mehr tragen, sonst komme ich zu spät. Oh nein, Mr. Krabs. Ich glaube, ich werde das an der Rezeption melden. Tschüss, Mr. Krabs. Ich steige jetzt vorsichtig über diese Grabe da drüber, weil nicht, dass die auf einmal dann... Oh Gott! Wow. Ja, also Leute, was ich sagen wollte.
Ich muss mich jetzt und hier verabschieden. Es war wieder wunderschön hier und ich hoffe, wir sehen uns wieder.